Übles. Noch 100 Meter bis zum Start. Start zum Prinz Solms Memorial. Und an die Spitze setzt sich Aces Noble. Ihnen versucht Florent Pro dagegen zu halten. Aces Noble übernimmt aber das Kommando vor Florent Pro. Dahinter Boris Letzte und innen Elway. Außen folgt Albert Frienesse. Innen dahinter Benjamin Silly vor Tannenburger und Hawk Lauko. Ausgangs der Lestorfer Kurve und zu Beginn der ersten Gegengeraden hat Aces Noble die alleinige Führung, bremst das Tempo jetzt ein wenig ein. Dahinter Florent Pro an zweiter Stelle, gefolgt von Boris Letzte, innen liegt Elway, dahinter Albert Frienesse vor Benjamin Silly, Tannenburger und Hawk Lauko. Unverändert führt Aces Noble vor Florent Pro, dahinter außen Boris Letzte, innen liegt Elway, dann Albert Frienesse vor Benjamin Silly, Tannenburger und Hawk Lauko. Keinerlei Positionsverschiebungen also auf den letzten 100 Metern und im Pfaffstättner Bogen. Unverändert, Aces Noble, außen rückt jetzt Boris Letzte ein wenig auf, geht an die zweite Stelle vor, dahinter innen nun Florent Pro. Außen dahinter Albert Frienesse, innen Elway. 1:17:3, der erste Kilometer mit Aces Noble an der Spitze, der es jetzt nicht allzu eilig hat. Außen Boris Letzte an zweiter Stelle, dann innen Florent Pro vor Albert Frienesse, dann Elway vor Tannenburger, Hawk Lauko und Benjamin Silly. Es geht zum zweiten und letzten Mal in den Lestorfer Bogen. Aces Noble an der Spitze vor Boris Letzte, innen Florent Pro, dahinter Albert Frienesse, innen Elway vor Tannenburger, Hawk Lauko und Benjamin Silly, der es nun vom letzten Platz her versucht, auch Hawk Lauko nun mit einem Angriffsversuch auf der letzten Gegengeraden. Etwas mehr als eine halbe Runde noch. Aces Noble führt vor Boris Letzte, außen kommt Albert Frienesse, innen Florent Pro, dann Hawk Lauko ganz außen, Benjamin Silly, innen Elway mit Tannenburger. Aces Noble führt. Albert Frienesse hat sich an die zweite Stelle nun gesetzt. Dahinter innen wartet ab Florent Pro. Dann folgt Hawk Lauko an vierter Stelle vor Boris Letzte und innen Elway. Aces Noble vor Albert Frienesse und innen Florent Pro. Aces Noble setzt sich ein wenig ab. Albert Frienesse ist zweiter vor Florent Pro. In den Einlauf hinein, Aces Noble führt vor Albert Frienesse, innen kommt jetzt auch noch Florent Pro ganz stark auf, Aces Noble oder Albert Frienesse oder Florent Pro, Albert Frienesse und Gerard Hüllemann gewinnen das Solms auf den letzten Metern vor Aces Noble und Florent Pro. Pferdprogramm Nummer 6, Albert Frienesse, steht im Besitz von A. Uitebosch, trainiert von HW Langeweg und zum Sieg gesteuert von GW Hüllemann.